Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bibo, grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute geht's mal nicht um den Verkehrsgiganten, heute geht's um Cities in Motion 2. Auch ein wundervolles Spiel, was auch schon vor einiger Zeit mal erschienen ist. Und das Ganze kommt von Colossal Order und Paradox Interactive. Ja, die Leute kennt man von City Skylines, ja, und die haben damals halt Cities in Motion 2 gemacht. Und wer jetzt das letzte Video sich bereits angeschaut hat, den Verkehrsgiganten, der wird jetzt viel wiedererkennen. Und das finden wir großartig, deswegen musste dieses Spiel jetzt hier mit rein, ja, in unserer kleinen Playlist, wo wir mal verschiedene ÖPNV-Simulationen uns mal anschauen, ja, von abseits mal von Omsi, Lotus und Co., ja, wollen wir uns natürlich auch mal den anderen Spielen widmen, die auch auf jeden Fall mal einen Blick wert sind. Deswegen würde ich sagen, wir springen jetzt hier mal in den Sandbox-Modus rein und lassen uns mal überraschen, was uns hier erwartet. Es ist ein Spiel, wo wir auch Karten runterladen können. Das Spiel besitzt einen Steam Workshop und da gibt es reale Karten, die ihr runterladen könnt. Unter anderem zum Beispiel Paris, Berlin und so weiter. Ja, ich glaube, Berlin-Spandau war sogar mit dabei gewesen, könnt ihr euch hier runterladen. Und dann könnt ihr das Verkehrsnetz hier ja, praktisch dann aufbauen und das ist eigentlich eine coole Sache. Wir haben jetzt hier nur die Innenstadt, die Oststadt, die Nordstadt, die Südstadt, Tutorial City und die Weststadt. Wir interessieren uns für den Osten. Wir können den Stadtwachstum deaktivieren, wir können zufällige Ziele deaktivieren, wir können unbegrenzt Geld aktivieren, wir können den Schwierigkeitsgrad hier natürlich anpassen. Wir machen heute mal auf Arcade und benutzerdefinierte Regeln machen wir auf Real und wir drücken jetzt hier einfach auf Starten und genießen diesen wunderschönen Ladebildschirm. Ja, Cities in Motion war oder ist jetzt bereits schon der zweite Teil. Es gibt auch schon den ersten. Da konnte man sogar in Berlin-Charlottenburg spielen. Das war auch schon eine coole Sache. Damals allerdings noch nicht 100% ausgereift, was man in den zweiten natürlich gemacht hat. Ja, also man hat hier natürlich noch viel gewerkelt. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, was man dazu sagen muss, das Spiel besitzt einen Koop-Modus. Also das bedeutet, ihr könnt das Ganze mit einem Freund zum Beispiel zusammenspielen. Ja? Der eine kümmert sich zum Beispiel um die Straßenbahn, der andere zum Beispiel um den Bus oder sowas. All das finden wir eine richtig coole Sache. Und war damals auch ein Let's Play auf MicroHazard TV gewesen, ja, was ich mit dem Ice Dragon zusammen gespielt habe. Allerdings hat er die meiste Zeit gespielt und ich war eigentlich bloß nur stiller Zuschauer gewesen. So, wir befinden uns jetzt nun im Spiel in ja, Cities in Motion 2. Und das sieht doch schon deutlich anders aus als der Verkehrsgigant von der letzten Folge. Ja, und wenn wir jetzt mal so ein bisschen ranzoomen, das Spiel ist auch heute noch massivst hübsch. Guckt euch das an, das sieht edel aus. Ja, also, holy shit. Das sieht wirklich gut aus. Können wir mit der WASD, also genau, WASD können wir uns hier so ein bisschen fortbewegen, ja. Und wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen so durchgehen, ne, sehen wir hier, sind natürlich hier ein bisschen amerikanische Städte hier so ein bisschen angehaucht hier. Also das, was wir jetzt hier haben. Ja, aber ihr seht, ja, also das kann sich auch heute noch sehen lassen. Ich finde, City Skylines ist ein absolut großartiges Spiel, geht aber auf den Verkehr Fokus nicht wirklich ein. Ne? Das hat man hier natürlich schon in Cities Motion, da ist der Hauptfokus der ganze Nahverkehr. Wir sehen auch hier jetzt keine Fahrzeuge oder sowas. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die kommen erst später mit der Zeit. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich sehe nicht ein einzelnes Auto. Das Schöne ist, wir haben hier eine komplette Stadt, also eine komplette Insel, die wir sofort bearbeiten können. Hier unten zum Beispiel ist das Industrieviertel. Ja, hier haben wir dann zum Beispiel so einen kleinen Vorort hier. Ich glaube, das wäre eigentlich eine ganz coole Sache, hier dort anzufangen. Das Witzige ist, das ist sogar die Stadt, die ich damals mit dem Ice Dragon Let's Played habe. Und hier drinnen, natürlich hier mittendrin, haben wir natürlich hier diesen Park hier. Ja, da, ja, sieht doch eigentlich auch nicht schlecht aus, wenn man hier anfängt. Ist das hier eine Einbahnstraße? Ja, das ist eine Einbahnstraße. Da kann man nichts machen. Weil wir brauchen nämlich Platz für ein Depot. Das ist hier. Ah, guck mal hier. Hier. Oh, guck mal hier. Da hat das Depot hier gleich ein Basketballfeld. Das würde sich doch hier sehr gut anbieten. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben hier oben links haben wir unser Ansehen. Wir haben hier unser Geld. 100.000 haben wir insgesamt. Hier oben haben wir dann ein Nachrichtenfenster. Unten links haben wir eine Karte, ja, wo wir dann hier verschiedene Sachen uns noch anzeigen lassen können, wie zum Beispiel den Untergrund. Ja, wir haben hier die große Karte anzeigen, also die komplette Ansicht der Karte.
Die Transportzonen, die können wir uns hier anzeigen lassen. Interessante Sache hier bei den Transportzonen ist zum Beispiel, dass wir das Ganze hier unterteilen können, wie es zum Beispiel auch in Berlin der Fall ist, ja, dass wir eine A-Zone haben, eine B-Zone und eine C-Zone. Ja, das könnt ihr hier dementsprechend dann halt auch festlegen und ihr könnt dann halt natürlich dementsprechend die Zonen auch einzelne, ja, Gelder dann zum Beispiel verlangen. Also zum Beispiel eine A-Zone ist günstiger als die C-Zone zum Beispiel, ja, und so weiter und so fort. Also das könnt ihr hier dann machen. Wir haben hier sonst die, ja, noch ein Mini-Ansicht anzeigen, ja, wo wir hier zum Beispiel noch einzelne Sachen uns anzeigen lassen können. Und sonst haben wir hier keine Minimap, hier unten Datum und natürlich hier das Vor-, das Spulen und so weiter, die Pause-Taste und Co. Unten rechts haben wir hier so ein kleines Baumenü hier, wo wir hier zum Beispiel Werkzeuge haben. Wir haben hier das Transportfenster, wir haben hier das Datenfenster, das Wirtschaftsfenster und natürlich das Menü, wo wir dann halt dementsprechend speichern können, in die Einstellung gehen können und so weiter und so fort. So, bevor wir aber anfangen, müssen wir uns dann natürlich erstmal ein Depot bauen. Wir haben uns ja jetzt gerade unseren Platz ausgesucht und ich würde mal sagen, den nehmen wir auch. Das passt hier ganz gut. Gehen wir jetzt hier an diese Stelle hin und sagen jetzt so, wir bauen jetzt hier ein Gebäude. Das Ganze wird nochmal unterteilt zwischen Buseinrichtung, O-Bus-Einrichtung, Straßenbahneinrichtung, U-Bahn-Einrichtung, Wasser-, Taxi-Einrichtung und Sehenswürdigkeiten. Als erstes würde ich sagen, fangen wir mit dem Bus an. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Dementsprechend stellen wir jetzt hier einen kleinen... Na, wir sehen es jetzt hier direkt an der Kreuzung. Kommt jetzt hier unsere kleine Wagenhalle hin. Wundervoll, nicht? So, was brauchen wir natürlich noch, bevor das Ganze hier erstmal losgeht? Ja, wir brauchen natürlich erstmal Haltestellen. Und das Ganze trafen wir dann hier auch zum Beispiel. Hier haben wir zum Beispiel für O-Bus. Ich finde eigentlich hier das Ganze hier eigentlich schon relativ gut hier. Ne? Und hier sehen wir hier zum Beispiel auch, was jetzt hier so eingefangen wird. Ne? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen wir diese Kringelchen, also die Kreise, ja. Und in welche Fahrtrichtung wir die Haltestelle platzieren. Ob jetzt nun, ne, oben oder unten, das entscheidet ihr selbst. So. Wir sagen jetzt hier und ihr seht, der Kreis bleibt bestehen. Also das bedeutet, der verschwindet nicht, sondern ihr wisst sofort, wo ihr die nächste Haltestelle platzieren müsst. Versucht so viel wie möglich natürlich dementsprechend einzudecken. So. Da der Bus auch eventuell nicht so lange unterwegs sein sollte, machen wir jetzt erstmal, gehen wir jetzt erstmal voll in die Röhren und sagen jetzt hier erstmal einfach mal in der Mitte hier einfach durch. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen schwer. So. Und sagen jetzt, du fährst jetzt hier wieder. Das geht nicht, haha, weil hier nämlich eine Einbahnstraße ist. Hier ist auch eine Einbahnstraße. Überall Einbahnstraßen. So. Und sagen jetzt, du fährst jetzt hier bitte wieder zurück. Hier noch eine Haltestelle. Wunderschön. Und somit haben wir jetzt hier erstmal mittendrin erstmal unsere erste Buslinie erstellt. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Linie. Das Ganze können wir hier im Transportfilter bauen, indem wir jetzt zum Beispiel sagen, eine neue Linie haben. Und ja, wenn wir jetzt hier ein bisschen näher rangehen, sehen wir zum Beispiel auch die Bushaltestelle. Ja. So, wir starten hier und wollen jetzt nach hier. Ja, also das Ding ist, jetzt müssen wir erstmal gucken, Haltestelle 1, 2, eine neue Linie erstellen. So, jetzt schauen wir mal hier, was haben wir hier, Objektinfo, Haltestellen, Fahrzeugliste. So, Haltestelle hinzufügen. So, dann wollen wir jetzt die haben, ne? Und jetzt die hier. Macht er nicht. Warum nicht? Hier kann man den Fahrplan bearbeiten. Ja, wo wir hier zum Beispiel auch noch ein bisschen unterscheiden können zwischen Werktag, Berufsverkehr, Feierabendverkehr, Wochenende, Nacht und individuell. Und hier zum Beispiel in 5-Minuten-Takt hier das zum Beispiel einstellen. Man kann das Ganze hier dementsprechend auch speichern und kopieren. Das Ganze dann zum Beispiel aus anderen Sachen nehmen. So, das Ding ist, warum kann ich jetzt hier diese Linie jetzt nicht hinzufügen? So, Namen bearbeiten, Kamera, Objektinfo, Fahrgastinfo. Nö, das wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht.
Haltestelle hinzufügen. Oh, warte mal. Linie muss in einem Depot beginnen. Ah, das macht natürlich Sinn. So, jetzt können wir das Ganze. Jetzt können wir. Haltestelle 2. Keiner Linie zugewiesen. Ja. So. 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 Er fährt einfach hier nur gerade durch. Wir haben hier jetzt keine Haltestellen vergessen. Und hier geht's wieder zurück. Müssen Sie denn auf dem Depot wieder enden? Nee, ne? Scheinbar doch. So. Okay, das war ja ein bisschen unlogisch. Aber nun gut, so ist es. So, das ist die Linie 1. Ja, und die erste Linie. Die erste Linie. So. Und bestätigen das Ganze. Und da haben wir jetzt Linie 1, die erste Linie. Jetzt brauchen wir noch ein Fahrzeug, das wäre jetzt echt klasse. Deswegen gehen wir jetzt hier mal in unser Fahrzeugdepot und schauen mal jetzt hier Fahrzeuglisten anzeigen. Haben wir nichts, denn wir müssen erstmal ein Fahrzeug kaufen. Und das sind so die Busse, die wir jetzt hier aktuell haben. Ja, also ein Toyoka Hayaku, ein Sternberger Proterra. Ja. Wenn man mal so ein bisschen guckt, so manche Busse kommen einem doch sehr ähnlich vor. Also der sieht hier eher Volvo-mäßig aus. Der kommt hier ganz nach einem Ofen 130, heißt auch Evo Urban. Ja. Und ja, hier haben wir einen Doppeldecker und hier der DN92 sieht so ein bisschen aus. Wir haben zwar, aber die müssten eigentlich relativ hoch sein. Schauen wir mal. Kaufpreis 1600 ist rot. Wir haben gelb, Wartungsaufwand pro 100 Kilometer, 6 Minuten 30. 95 und groß 32 Sitzplätze, Servicequalität 65 und Beschleunigung schlecht. Mittelmäßig. Alle mittelmäßig. 10 Plätze, 16 Plätze, 18 Plätze, 20 Plätze, 20, 20. Dann nehmen wir hier die Evo-Bus hier. So, Kaufpreis 1000 und sagen jetzt hier schon mal 4 Stück kaufen. So. Und. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, dass wir das Ganze hier zum Beispiel schon mal der Linie 1 zuweisen können. Na, bearbeiten. So, Linie 1. Busse. Und können wir das jetzt einfach hier rüberschieben? Nee, das klappt natürlich nicht. Kamera, Name bearbeiten, Fahrzeug verkaufen. In ein anderes Depot schicken. Fahrgastliste, Objektinfo. Haltestellen. Warte mal, muss ich jetzt ein Play drücken? Vielleicht dauert es gerade mal einen Augenblick. Buslinie 1, ja, genau. Und da fährt er raus, unser erster Bus. Ja, und somit fährt er jetzt von dannen und macht jetzt hier seine Arbeit. Ja, im Laufe der Zeit, denke ich mal, gibt es natürlich dann auch wieder neue Fahrzeuge, die jetzt hier dann erscheinen werden. Jetzt muss er erstmal natürlich gucken, wie kommt es jetzt an, wenn wir jetzt hier irgendwann mal Mitfahrer haben. Ihr seht hier überall eine Null, das bedeutet natürlich null Fahrgäste, ne?
Da oben haben wir jetzt zum Beispiel den ersten. Machen wir mal jetzt schon mal Play. Und da seht ihr hier, Oma will hier gerne mitfahren. Ich glaube, das ist eine Oma, oder? Naja, ranzoom können wir nicht. Müssen wir natürlich warten, bis unser Bus kommt. Also eigentlich genau das gleiche Spielprinzip wie halt auch bei dem Verkehrsgiganten, nur in einer deutlich besseren Grafik. Es ist deutlich moderner, ja, aber kostet auch einen Tick mehr dafür. Ich glaube, Fahrgäste sind unzufrieden. What? Das ist doch gar kein Bus im Einsatz. Wieso denn? Verstehe ich nicht. nee, was wollte ich sagen? Wie gesagt, ist natürlich moderner, kostet aber auch ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, wir reden hier so von 20 Euro, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 15 Euro mittlerweile. Bin ich mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Habe ich mich jetzt darüber noch nicht schlau gemacht. Ja. Aber wie gesagt, ist deutlich nicht so günstig wie der Verkehrsgigant. So. Damit sind unsere ersten Fahrgäste on Tour. Hier haben wir auch noch einen, da ist einer. Und so langsam sicher baut sich das Ganze dann so auf. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier mal die Busse kreiseln. Sie hat schon 3 von 26 drin. So, und ihr seht, eigentlich genau das gleiche Spielprinzip. Es ist nichts anderes. Es ist nur größer, es ist hübscher und dementsprechend natürlich auch sehr, sehr interessant. Gerade aber der gute Koop-Modus, der halt wirklich viel Spaß macht, wenn man das Ganze hier zusammenspielt, hat man hier schon wirklich echt viel Spaß dran. Auch das ganze System funktioniert hier relativ gut. Wir hatten bis dato keine Abstürze oder sonst irgendwas. Der Multiplayer-Modus, der funktionierte sofort und dass man erst groß was machen musste. Ja, sonst ist es gewohnte Qualität. Wie gesagt, wer schon mal City Skylines gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Ja, also das Spiel sollte nun mittlerweile allseits bekannt werden. Und wir sehen hier zum Beispiel auch, ne, ich glaube, es gibt hier sogar einen Tag- und Nachtwechsel. Ja, also es wird hier auch mal irgendwann dunkel. Ne? Hier haben wir unten eine reale Uhrzeit. Und je länger wir natürlich vorspulen, desto ja, dunkler wird es natürlich. Abends ist natürlich weniger los, selbstverständlich, ja, merkt man dann auch. Deswegen gibt es hier dementsprechend dann auch die Fahrpläne, ja, die ihr euch dann natürlich individuell einstellen könnt, wie ihr das möchtet, ja. Damit ihr nachts natürlich dementsprechend halt nicht so viele Busse braucht, wie zum Beispiel tagsüber. Und das Schöne ist natürlich, wir können das Ganze hier auch ein bisschen kategorisieren. Ja, wer zum Beispiel jetzt Feierabendverkehr, Morgenverkehr und Tote-Hosentag und alles sowas, ne, der hat natürlich dann hier dementsprechend natürlich hier auch noch gefühlt Ewigkeiten Möglichkeiten. Denn haben wir ja, hatten wir gesehen gehabt, zum Beispiel noch die Möglichkeit, dass wir hier dementsprechend ja noch Sehenswürdigkeiten und sowas bauen können. Auch das Ganze funktioniert hier natürlich auch ohne Probleme und schaut euch doch an, wie schön das ist. Jetzt wird es hier dunkel, ja. Die Sonne geht unter. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier auch Fahrzeuge. Ah, also dieses Spiel ist wirklich, 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 wirklich hübsch. Und es macht natürlich auch viel Spaß. Also auch dieses Spiel bekommt von mir eine absolute Kaufempfehlung. Schon alleine der Entwickler, der ist großartig. Der Publisher, der ist großartig. Und das Spiel selbst ist natürlich ein bisschen älter, aber großartig. Ja. Also, wenn ihr, wie gesagt, die modernere Fassung von den Verkehrsgiganten haben wollt, dann werdet ihr um Cities in Motion 2 einfach nicht vorbeikommen. Ja, das ist schon mal Klartext. So, jetzt sehen wir hier, wie gesagt, jetzt ist hier schon komplett duster. Ja, spiegelt sich hier auch alles schön. Und wie gesagt, ich mag den Grafikstil. Ja, also der ist schon wirklich enorm schick. So, wir gehen jetzt mal hier wieder aufs Baumenü, denn wir schauen uns mal noch an, was wir hier an Sehenswürdigkeiten bauen können. Wir können hier ein Petronas, die Petronas-Türme bauen, Opernhaus von Sydney, Buri, Airab, das Brandenburger Tor können wir hier einfach mal platzieren. Ja, falls wir hier ein bisschen zu viel Geld haben sollten, können wir das dementsprechend, also das wirkt aber schon relativ sehr klein eigentlich. Dafür, dass es das Brandenburger Tor ist. Aber schöne Qualität. Ja, es gibt auch DLCs dafür, die ihr euch dann dementsprechend natürlich kaufen könnt. Da gibt es natürlich noch neue Busmodelle, Straßenbahnmodelle und so weiter und so fort. Also auch da gibt es natürlich auch wieder einiges an Content, was ihr natürlich kaufen könnt. Cities Motion ist öfters mal auch im Angebot. Ja. War auch schon mal bei Zetten, schon mal bei Humble Bundle mit dabei gewesen. Ja, guckt euch da an, wie das mit der Sonne aussieht, wenn die Sonne aufgeht. Oh, großartig.
warum gibt es solche Spiele heute nicht mehr? Verstehe ich nicht. Ja, also es ist immer so ein Ding, das zieht an mir komplett vorbei. Ja, wie gesagt, öfters mal auch im Angebot bei Humble Bundle oder sowas, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Gerade wenn Colossal Orders auch mal zum Beispiel so ein Publisher-Sale hat, schaut unbedingt da rein. Ihr werdet Cities in Motion für nur ein paar Euros finden oder sowas, ja. Und notfalls guckt euch den ersten an. Der erste war auch schon teilweise echt großartig, hat aber keinen Koop-Modus, ja. Also das muss man hier mal so am Rande erwähnen. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein, denn es ist halt nichts anderes als jetzt auch zum Beispiel ja, der Verkehrsgigant. Wie gesagt, Straßenbahn baut sich halt eigentlich genauso wie jetzt zum Beispiel beim Verkehrsgigant. Ja. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Straßenbahneinrichtungen gehen, dann haben wir jetzt hier genauso wie das gleiche Haltestellen. Wir haben das Depot hier. Wir haben auch von Anfang an schon soweit als verfügbar, ja, wie haben wir zum Beispiel U-Bahn. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Straße gehen, können wir hier eine reguläre Straße bauen, Einbahnstraße, Hauptverkehr, Schnellstraße und hier O-Bus, Oberleitung, hier die Straßenbahnschienen. Ja, und die Straßenbahnschienen bitte, hätte ich gern. So, und ihr seht, ne, das platziert sich halt einfach, zack, drauf sind sie, ja. Und könnte ich hier zum Beispiel dann einfach sagen, so sie soll jetzt da rüberfahren. Ja. Und zack, da ist sie. Ja. Geht jetzt hier rum. Zack, da ist sie. Also das ist super simpel. Zack. Zack. Geht nicht, hier ist eine Einbahnstraße. Ich hasse Amerika. Immer die mit ihren blöden Einbahnstraßen immer. So, müssen wir mal gucken. Ah, das geht gar nicht. Ah, wieder über Straße. Ah, ist doch alles echt, darf da halt nicht wahr sein. Ja, aber ihr seht, ne, auch das funktioniert halt tadellos einfach. Verbindet das Ganze halt dementsprechend mit selbstverständlich einem Depot, dass ihr euch dann in der Straßenbahn kaufen könnt. Wir können uns ja mal noch schnell im Depot mal platzieren, um einfach mal zu gucken, was wir hier für Startfahrzeuge natürlich mit dabei haben. Ich platziere das jetzt einfach mal jetzt kurz mal hier drin einfach hin. Sagen jetzt hier Straßenbahneinrichtung, Basis-Straßenbahn-Depot und jetzt sehe ich hier einfach reingeklatscht. Und schauen wir mal an, was hier so für Busse drin sind. Straßenbahnfahrzeuge kaufen. Dann sehen wir hier, das sind zum Beispiel jetzt die aktuellen Fahrzeuge, die wir hier kaufen können. Wie gesagt, gibt natürlich auch noch die Möglichkeit von DLCs und Co. Ja, wie gesagt, das soll es von meiner Seite gewesen sein mit Cities in Motion 2. Das ist ein absolut gutes Spiel. Falls ihr mal Bock habt, mal ein bisschen Wirtschaftssimulationen spielen zu wollen und eventuell auch noch mit einem Kumpel, dann sollte dieser Titel genau richtig für euch sein. Wie gesagt, ihr bekommt das Ganze natürlich auf Steam. Könnt mal bei Gamesplanet vorbeigucken, ob ihr da vielleicht das Spiel ein bisschen günstiger findet. Oder vielleicht auch bei MMOGA vielleicht mal vorbeischauen. Aber ich glaube, die dürften das Spiel mittlerweile schon gar nicht mehr führen, weil es schon viel zu alt ist. Ansonsten, wie gesagt, kann ich das Spiel wirklich nur warm ans Herz legen. Das ist ein Spiel, was auch viele, viele Stunden damals bei mir gekostet hat. Und ich es gerne heute wieder tun würde, ja, wenn ich die Zeit dazu finden würde. Oder vielleicht auch mal den richtigen Partner dazu, das Ganze hier nochmal neu zu spielen. Ja, aber das sind so Spiele, die brennen sich halt wirklich in den Kopf ein. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und hoffentlich sehen wir uns ja, zum nächsten Video hier wieder, wenn es weitergeht mit einem weiteren ÖPNV-Simulationsvideo. Und verabschiede mich damit und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.